So, als ich heute Morgen mich mit dem biblischen Wort beschäftigt habe und gefragt habe, Herr, was ist denn heute so dran? Was ist denn so auf deinem Herzen? Da hat er mich an einen Satz erinnert und ich habe gedacht, das kennen wir eigentlich alle. Das kennen wir aus den Predigten, diesen Satz. Das kennen wir aus dem, wenn wir selber in der Bibel gelesen haben, das ist ein Satz, der so oft gesagt wird und doch, wo wir merken, dann kommt in unserem alltäglichen Alltag eine Situation und dann wird geprüft, glaubst du das, was du da gelesen hast oder was du weißt? Der Satz kommt im Neuen und im Alten Testament vor und das haben wir ja schon gelernt, dann ist es Gott besonders wichtig, dann möchte Gott gerne unsere Zuversicht stärken, dann möchte er unseren Glauben fester gründen, dann möchte er, dass unser Vertrauen sich ausstreckt in Situationen, die schier unmöglich aussehen. Und der Satz heißt, was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Die Frage ist, glaubst du das wirklich? Glaubst du das in einer Situation, in der du echt sagenhaft herausgefordert bist, wo es keine Lösung gibt, wo es wirklich schwierig ist, wo noch kein Ansatz ist, wie sich die Dinge lösen können und vor allen Dingen, dass du sie selber überhaupt gar nicht in deinen menschlichen Möglichkeiten verändern kannst? Glaubst du dann wirklich diesen Satz, bei Menschen ist es unmöglich, aber möglich bei Gott? Das ist die Prüfung, in die wir ab und an kommen und wo wir unser Herz ausstrecken müssen. Und dann habe ich in diesem Nachdenken in dem Psalm gelesen, da heißt es im Psalm 18, ich jagte meinen Feinden nach, bis ich sie aufgerieben hatte. Nun fragst du dich, was hat denn das mit dem unmöglich zu tun? Ganz einfach. Dieses Denken in uns, das geht nicht. Das ist unmöglich. Das schaffe ich nie. Das werde ich nie verändern können. Da werde ich nie rauskommen können. Ich habe keinen, der mir hilft. Ich bin krank. Ich bin schwach. Ich habe alles dieses. Und diese Gedanken, diese Denkweise, das kommt vom Feind. Und er hat schon von Anfang an immer dieses Angebot an uns Menschen gemacht, nämlich aus 1. Mose 3 steht es, glaube ich, da heißt es, sollte Gott wirklich gesagt haben, glaubst du wirklich, dass Gott dir in der Patsche helfen würde? Glaubst du wirklich, dass er dir einen Ausweg geben wird? Glaubst du denn wirklich, dass Gott eine Idee hätte für deine Situation? Glaubst du wirklich, dass das, wo du jetzt drin steckst, dass das möglich ist, dass er sich um dich kümmert, quasi umrum ist, dass er wirklich seine Hand über dir hält? Und der Feind spart nicht an solchen Gedanken, ich sag's euch. Er spart nicht. Der ist so schnell da, wie du den ersten Gedanken gefasst hast, das geht nicht. Der donnert da rein, was er nur anführen kann, weil er wird dir alle Unmöglichkeiten auf die Reihe stellen. Und die erscheinen dir so logisch, dass du sagst, nee, das schafft Gott bestimmt so nicht. Das würdest du nicht sagen. Kein gläubiges Kind Gottes würde sagen, nee, das schafft Gott bestimmt nicht. Aber da gibt es in uns etwas, was uns das vermitteln will. Ja, mal gucken und ob Gott wirklich und immer so in diesem ganz diffusen Zwischenlicht. Und ich habe das gelesen, ich jagte meinen Feinden nach, bis ich sie aufgerieben hatte. Da gibt es einen Feind in unseren Gedanken, in diesem, das ist unmöglich, den wir bekämpfen müssen. Du musst so lange gegen diese miesen, fiesen, negativen Gedanken aufstehen, bis du Sieg darüber hast. Das ist nämlich dieses Aufreiben. Der Sieg ist Aufreiben, dem Feind nachjagen und aufreiben. Wenn du aufstehst und schon anfängst, ihm nachzujagen,
wirst du dich schon an den Sieg Gottes in der Situation anschließen, andocken. Da wirst du schon mit Gott verbunden sein. Du musst aufstehen in den Dingen, die so komisch und unmöglich sich zusammenstellen und zusammengefügt haben, und dass du weißt, Gott ist für dich und sein Sieg ist dein Sieg. Und er fängt nicht erst an, wenn es irgendwie jetzt um dich rum wirklich fackelt, sondern alle Zeit ist er da. Immer ist er da. Immer umrundet seine Gnade und seine Fürsorge unser Leben. Immer. Und es gibt viele Situationen, wo wir genau das machen müssen. Uns andocken an das, dass Gott alle Dinge möglich sind. Wenn wir körperlich angegriffen sind, in den Arbeitsprozessen, in den finanziellen Sachen, in Abhängigkeiten. Es ist ganz wurscht, welches Gebiet es ist. Das, was in unseren Gedanken aufstehen will, wo der Feind dran arbeitet, da sagt die Bibel, jag ihm nach, bis du ihn aufgerieben hast. Bis dieser Unglaube, dieser stärkste Feind in uns, wirklich aufgerieben ist. Denn das, was sagt, das ist nicht möglich, das ist Unglaube in uns. Und Jesus hat nur dieses Ding wirklich mit den Jüngern, sagen wir mal, angemarkert und hat gesagt, Leute, es ist euer Unglaube. Es sind nicht die anderen Dinge, es ist euer Unglaube. Und ich merke das in mir, dass da manchmal so ein Ding, menschlich machbar kriegst du nicht, und so, und ich muss mich ausstrecken und ich muss in diesen Kampf gehen, den Feind anzugreifen, zu attackieren und ihm so lange in meinen Gedanken, in meinem Glaubensleben hinterher zu preschen, bis ich ihn aufgerieben habe. Nur das bringt uns den Sieg. Nur das hat wirklich Glaubensfundament. So, das ist meine Ermutigung heute. Und ich möchte beten am Anfang mit uns. Herr Jesus, ich danke dir, dass das deine Aufforderung ist, dass wir uns ausstrecken sollen nach dem Glauben und dass wir dieses Negative, diesen Unglauben aus unseren Herzen herausreißen, dass wir diesen Unglauben attackieren, den der Feind in unseren Herzen und in unseren Gedanken ständig und ständig wach hält, sondern wir wollen mit Zuversicht aufschauen zum Thron der Gnade. Wir wollen mit Zuversicht kommen und sagen, du bist unser Gott. Du bist hoch erhoben. Dein Name ist über allen Namen. Deine Macht und deine Kraft ist unendlich. Du hast alles geschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Und du hast uns geschaffen. Du hast uns gemacht als ein kostbares Juwel in deiner Hand. Und Herr, wir danken dir. Wir ehren dich. Wir preisen dich. Wir wollen wirklich singen und spielen deiner Macht. Amen.